verzehrt. Hier meldet sich das Kickersstadion Biberer Berg. Offcast, der Kickers Offenbach Fan Podcast. Kickers sind wir. Hallo und ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Offcast, dem Fan Podcast von Kickers Offenbach. Ich bin Marco und ich hatte einen wunderbaren Gast, Lutz Kammermeier, der uns in anderthalb Stunden, also zwei Halbzeiten, ganz viel erzählt hat über seine Zeit im Fanradio, über seine Comics, aber natürlich auch über den Weg, wie er zu den Kickers gekommen ist und natürlich auch, wie er die Kickers heute sieht. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen, vor allem an Lutz für das Interview, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, aber natürlich auch an alle Supporter und vor allem an alle, die uns mit diesen ganzen Zuschriften nach der letzten Folge viel Glück gewünscht haben. Der positive Zuspruch war unfassbar. Die Resonanz sehr, sehr positiv, also durchweg sehr gutes Feedback bekommen. Dafür möchte ich einfach Danke sagen. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht so gerechnet nach der ersten Folge. Dementsprechend ist die Motivation sehr hoch und ja, ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und ja, los geht's. Und dann sage ich ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Offcast, dem Fan-Podcast von Kickers Offenbach. Ich sitze heute hier in der wunderschönen Küche von Lutz Kammermeier, der sich bereit erklärt hat, mit uns heute das allererste Interview für unseren Podcast zu machen. Lutz, wir haben 40 Grad draußen, wir sitzen mitten in Offenbach. Ist das so die Temperatur, wo du zur Höchstleistung aufläufst? Auf jeden Fall im Abhängen. Da sage ich erstmal Hallo Marco und ich sage in alter Form wie früher, Hallo ihr rot-weißen Kickersnasen an den Röhrengeräten und in den Radioempfangsstationen daheim, wo immer ihr uns hört. Also uns beide jetzt. Ja, 40 Grad, das ist so ein Abhängwetter, würde ich sagen. Da liegt man in der Ecke und ist froh, dass man sich nicht bewegen muss. Ja, das sind ja auch die Spiele gewesen, die immer ein bisschen Begeisterung hervorgerufen haben im Fanradio, wo ihr unter Angesicht eures Schweißes immer das Beste gegeben habt. Ich meine, deine Stimme ist ja bekannt, es ist ja schön, das ja wieder zu hören. Es gibt es ja schon etwas länger nicht mehr, diese Konstellation zwischen Lutz Kammermeier und Lars Kissner im Fanradio. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Thema, was wir später behandeln. Wir möchten natürlich erstmal fragen, Lutz, wie bist du eigentlich zum OFC gekommen? Ja, das war schon ein langer Weg, weil du musst dir eins vorstellen, ich bin ja kein Offenbacher, der in irgendeiner Kickers-Dynastie groß geworden ist, wo also der Opa das Feuer an den Sohn, an den Enkel weitergibt. Ich bin in Sachsenhausen bei Offenbach geboren. Das ist eine schöne Aussage. Ja, südmainisch, muss ich darauf Wert legen. Und mein Vater war Kunstmaler, meine Mutter hat mit Fußball nichts am Hut gehabt. Also ich bin jetzt auch nicht geprägt. Meine älteren Brüder, muss ich dazu sagen, mein ältester Bruder lebt nicht mehr. Der war tatsächlich Hühnerfan, aber hat als 14-Jähriger, da war ich 4, der ist 10 Jahre älter gewesen, hat er nach einem 0-7 seine Fahne verbrannt gegen Karlsruhe zu Hause. Hat er mir irgendwann mal viel, viel später erzählt und dann ist er nicht mehr in Scheidung gegangen dort. Also das ist 67 war ich 4, dachte, die Welt ist schön, ist groß, ist rund. Ich hatte eine Lego-Eisenbahn, aber nichts mit Fußball am Hut so. Das war 60er Jahre, da hast du gedacht, es gibt drei Vereine, Bayern München, Gladbach und die Nationalmannschaft. Und ja, so hat sich das dahingehend entwickelt, dass ich erst mit 10, ich war in der 5. Klasse, Frankfurt, also Sachsenhäuser-Gymnasium, da stand die WM 74 an. Mhm. Und da wurden wir, also unsere Klasse wurde ausgewählt, dieses Emblem zu bilden, was da bei der Eröffnungsfeier der WM in Frankfurt gebildet wurde von 2000 Frankfurter Schüler und Schülerinnen. Das ist sehr krass. Ja, da waren wir mit dabei. Grüße an Bernd Reisig, der war auch dabei. Das haben wir irgendwann mal festgestellt. Was für ein Zufall. Ja, ist der gleiche Jahrgang. Und da war tatsächlich das Spiel dann. Wir durften dann das Brasilien gegen Jugoslawien, war ein ziemlich langweiliges 0-0. Das durften wir mit angucken auf extra gebauten Holztribünen. Und das war mein erstes Live-Spiel. Da habe ich das erste Mal so richtig live ein Fußballspiel gesehen, habe so Geschmack an diesem Sport gefunden. Aber vorher nicht irgendwie, bin ich durch irgendwelche Gärten gerannt, nach Bälle gekickt oder so. Das kam alles erst so quasi ab dieser WM 74. Das hat schon so was freigelegt. Und dann war ich auf dem Sylt-Urlaub. Ich wurde eigentlich immer wegen meiner Atemwegsgeschichten immer zum Bekannten nach Sylt geschafft, winters wie sommers. Da hatte ich dann dort
Testspiele gesehen vom TSV Westerland, einmal gegen Eintracht Braunschweig und einmal gegen Hamburger SV. Das ist natürlich auch eine schöne Entwicklung von der WM 74 nach Sylt, nach Westerland zum Fußball zu gehen. Also ist ja ein schöner Groundhopping-Tipp. Ja, also der Scholzhai ist mächtig neidisch auf diesen Ground TSV Westerland, ja, auf das Zentralstadion Sylt, weil da finden keine Spiele mehr statt. Also den wird er nie machen können. Ja, Grüße an Alexander an dieser Stelle übrigens. Genau, und da habe ich, wie gesagt, diese zwei Testspiele, habe Autogramme gesammelt in den Sylter Zeitungen, Zeitungsausschnitte ausgeschnitten und Autogramme gesammelt, und Rudi Kargus hat keine Autogramme gegeben. Deshalb konnte ich den HSV von diesem Moment an nicht so leiden. Also da war mir tatsächlich Braunschweig mit Bernd Franke deutlich sympathischer. Okay. Und dann verging halt Zeit, ja, man guckt halt Länderspiele und weiß aber gar nicht wirklich, wie Fußball strukturiert ist in Deutschland. Und dann war ich in einer Ferienfreizeit. Das war dann später, irgendwann ein Jahr später. Und da wurde Fußball gespielt. Und da habe ich dann angefangen, auch aktiv selber Fußball zu spielen. Und dann hieß es, da ich nicht kicken konnte, geh ins Tor. Und dann habe ich auch gesagt, ja, welcher Torwart könnte ich denn sein? Sepp Maier war jeder, wollte ich nicht sein. Und da sagte einer, wo kommt es denn her, so ein Älterer? Und dann habe ich gesagt, ja, aus Frankfurt. Und dann habe ich gesagt, ja, da gibt es zwei, entweder den Dr. Kunter von der Eintracht oder der Fred Bockhold von den Kickers. Da habe ich das erste Mal, bin ich da so richtig in eine greifbare Berührung mit Kickers Offenbach gekommen. Okay. Und da ich mich da nicht entscheiden konnte, habe ich gesagt, gut, dann bin ich eine Halbzeit der Dr. Kunter und eine Halbzeit der Fred Bockhold. Und du hast in der zweiten Halbzeit besser gehalten. Ja, natürlich. Das ist die erste Halbzeit, die Hütte vollgekriegt, danach unschlagbar, das ist doch klar. Das ist Kickers. Ja, das ist halt, ja, so war das. Ja, und so hat sich das immer weiter entwickelt. In der Schule war natürlich klar, die meisten sind immer zur Eintracht gegangen. Da bin ich auch hier und da mit. Das hat mich aber nie so wesentlich gekickt. Das ist eine Riesenschüssel, ja, so eine, auch für einen kleinen Bub eine total leere. Da waren ja 15.000 Zuschauer vielleicht, ja, oder mal Zehntausende. Das ist total verloren da. Und da hat ein älterer Schulfreund von mir, der hat gesagt, der war Kickers-Fan damals. Der war 2 Jahre älter, also dem hat die Schule so gut gefallen, dass er die eine oder andere Klasse nochmal machen wollte. Und der hat dann gesagt, hier, geh doch mal auf die Kickers. Ja, Kickers sind eh besser als die Eintracht. Ja, das ist ja gar keine Frage. Also der war richtig Kickers, auch in Sachsenhäuser. Mhm. Und wie alt warst du da? Da war ich dann so um die so 12, auf dem Weg zur 13 hin. Ja. Wow. Und dann bin ich zwischendrin, das war das Jahr, es klingt jetzt tragisch, aber das war das Jahr, als meine Mutter gestorben ist. Da wurde ich sehr oft weggeschickt, ja, irgendwo hin. War ich zwischendrin auch nochmal in München bei irgendwelchen Tanten und habe da Bayern gegen St. Pauli, glaube ich, gesehen. Also auf Gerd Müller 4 Tore, glaube ich, geschossen. Aber auch in dieses riesige Olympiastadion. Das hat beeindruckend, aber es hat mich nicht gepackt. Mhm. Das hat mich einfach nicht gepackt. Und dann hat er mir den Weg erklärt und hat gesagt, du musst Mitte 16, fährst du Richtung Marktplatz, dann steigst du in den Zweier, was heute ja der 102er-Bus ist, steigst in den Zweier-Bus und dann fährst du bis ins Stadion hoch. Und das habe ich dann irgendwann einen Freitagabend, da habe ich da hat meine Mutter noch gelebt. Aber da war ich bei meinem Großvater und habe dann gesagt, ich gehe sonst wohin, und bin dann heimlich freitagsabends auf den Biberer Berg gegangen. Mhm. Und das war das Spiel gegen HSV und das war ein Flutlichtspiel. Das war total geil. Du steigst da als kleiner Hoppes, ja. Und ich war jetzt wirklich nicht der Abenteurer, der die Welt erobern will, sondern ein kleiner Hoppes, der da schüchtern steht und nicht weiß, wo links und rechts ist. 3 Mark Schülerkarte gab es in einem Kassenhäuschen, das ist mittlerweile Eisnerpark. Also das, da wo dieses Häuschen gestanden hat, da ist mittlerweile der Eisnerpark. Und bin dann rein auf die Stahlrohr, weil das nächste war. Mhm. Ja, das kam mir vor wie ein gewaltiges, riesiges Stadion, ja, und das war pickepacke voll. Mhm. Und da war eine Stimmung, das hat so gebrodelt, ja. Und dann die Kickers gewinnen das Spiel 3-2. Und da habe ich gesagt, das ist irgendwie habe ich gefühlt, das ist Fußball. Das ist was anderes. Ja, wenn so diese ganze Waldemar-Kleintribüne, dieses Offenbach, 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 das war geil. Das war total geil und das hat mich irgendwie gepackt, ja. Und ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Ja, ich auch. Also ich daran zurückdenke und dann, was ein Zufall, den Klaus, also ich möchte ihn, der wird, weiß nicht, ob er das noch hören wird, wir haben uns Jahrhunderte nicht gesehen, aber nebenbei, den habe ich auf die Wand gemalt. Das ist eine tausend Leute, weil ich gefragt habe, wer ist denn das, den er da hingemalt hat, weil ich habe ihn nie gesehen. Das ist der Klaus, der mich damals zu den Kickers gebracht hat, den ich immer mal wieder auch mal so gesehen habe nach Spielen, aber jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und den treffe ich dann zufällig im Bus. Und da sagt er, das ist doch viel besser hier als auf der Eintracht, oder? Sag ich, ja, das ist es.
ohne Wenn und Aber, das ist es einfach, ja. Und dann habe ich halt mich wirklich um Fußball gekümmert, ja. Und habe halt wirklich auch die Kicker-Almanach und habe das Ganze durchforstet. Ich habe das Telefonbuch durchforstet nach Namen von Kickers-Spielern. Und da habe ich, Fred Bockholt stand im Telefonbuch. Ja, ist jetzt kein Witz. Und habe die Nummer, die Adresse rausgeschrieben, habe dem ein Autogramm-Wunsch geschrieben auf diese Adresse. Das 3 Jahre später kam die Antwort. Schwarz-weißes Bild, Fred Bockholt im Leverkusen-Trikot. Ja, der war wohl gerade am Umziehen zu dem Zeitpunkt. Nimmt das mit, findet das irgendwann und schickt mir dann aus Leverkusen diese schwarz-weiße Aufnahme da noch mit Autogramm. Das habe ich auch von Schmidtrathner, Hickersberger, glaube ich, da gab es noch ein paar, die im Telefonbuch standen. Und da habe ich die Autogrammwünsche geschickt. Und also war schon toll. Und war eine Weltreise. Es war natürlich für mich als Kind eine endlose Fahrt da nach Offenbach rüber und diese riesige, große Stadt. Ja, für mich gab es ja nur die eine Stadt auf der anderen Seite und die eine Stadt nebendran. Ja. Und wir kleinen Sachsenhäuser, ja, wir sind ja eh so ein Volk für uns da. Wir separieren uns ja auch von Frankfurt. Das ist so. Also wir sind Sachsenhäuser, keine Frankfurter. Ja, ist so schön. Und das war und da hat es mich halt gepackt, so nach und nach. Und so hat sich dann das immer weiter fortgesetzt. Wie können wir uns das eigentlich vorstellen? Also gerade die jüngeren Fans, die kennen das ja gar nicht. Also damals in den 70ern, da gab es ja kein Internet, da gab es kein Wikipedia, da gab es keine Foren oder sonst irgendwas, auch keine YouTube-Videos vom OFC. Wo hat man sich denn eigentlich diese Informationen hergeholt rund um den Verein? Die Sportbibel Kicker. Okay. Die haben, also heute machen sie das, glaube ich, immer noch. Der ist dick, aber, glaube ich, abgespeckt, der Kicker-Almanach. Mhm. Und die gab es einmal im Jahr und da standen sämtliche Statistiken drin. Also ich war in meiner Jugend, also in meiner pubertären Jugend, wusste ich alles über sämtliche deutschen Torhüter. Also der Ersatztorwart von VfL Bochum, Bradler heißt, das wissen, glaube ich, viele Bochumer nicht. Ja. Aber der Scholz war der Torwart und Bradler sein zweiter Mann. Also ich habe das, weil ich als Torwart ja auch angefangen habe, Fußball zu spielen, ja, weil ich ja nicht kicken konnte. Das habe ich mir erst so nach und nach ein bisschen beigebracht habe ich mich auch um die Torhüter gekümmert. Und später, wo ich dann in der Schulmannschaft im Tor gestanden habe, habe ich da in einem gelben Sweater gestanden und war Bernd Helmschroth. Okay. Der lief nämlich immer so mit geschwellter Brust, der sah ja auch gut aus, der Bernd Helmschroth, wenn man den heute so sieht. Da haben sicher viele Damen auf der Tribüne, die dann sagen, Mensch, die Handys gab es ja nicht, aber die Telefonnummer vom Bernd, die hätte ich schon gerne. Und der lief immer wie so ein stolzer Pfau durch seinen Strafraum, so kerzengerade aufgeregt, der anguckte und sagt, ich weiß, ich sehe gut aus, zeig's mir nochmal. War aber auch noch ein guter Torwart. Okay. Und da war ich in der Schulmannschaft Bernd Helmschroth. War nicht so gut, aber ich bin so durch den Strafraum gelaufen. Also das konnte ich. Und wie war das damals so? Ich meine, ich kenne jetzt das nur aus Erzählungen von irgendwie Freunden oder so, dass diese ganze Region irgendwie so ein bisschen eingeteilt war. Entweder du warst irgendwie Kickers oder du warst irgendwie die andere Mainseite. Und dann gab es halt natürlich dann, wie du schon gesagt hast, Bayern, Hamburg und Gladbach. Aber eigentlich hat man immer so unterschieden zwischen, bist du da zu Hause oder in Offenbach zu Hause. War das damals so hier in der Gegend? Also ich habe keine Ahnung, wie jetzt hier wirklich das Empfinden in Offenbach war, weil ich in Sachsenhausen, ich hatte meine Gruppe. Ich meine jetzt deine Heimat. In meiner Heimat, in Sachsenhausen, war das ein bisschen durchmischt. Da gab es viele, die Kickers-Fans waren. Also und auch, aber generell habe ich immer, früher war die Eintracht in Frankfurt nicht so verwurzelt. Mein Opa zum Beispiel, der hat immer, und mein Opa ist Gallus-Frankfurter. Ja. Also der ist 1900 im Gallus in Frankfurt geboren und war ewig, der hat aber immer eher für den FSV gehalten. Okay. Den war die Eintracht immer dieses böse J-Wort. Mhm. Was er uns immer unterjubeln, was aber tatsächlich in Frankfurt selbst entstanden ist. Ah, ja. Ist so, ja. Das ist, gibt es auch Bücher darüber, glaube ich, die da geschrieben haben. Hab ich auch schon mal gehört, ja. Ich glaube, da war die Identifikation war nicht so groß miteinander. Ich glaube, die war in Offenbach mit den Kickers größer. Das hat man auch gemerkt. Das war ja in Frankfurt war tote Hose. Ja, da gab es diesen Fanblock, wo ein paar Fahnen geschwenkt wurden, aber das war's, ja. Und Offenbach, das war ja, eine Explosion. Du bist in dieses Stadion gekommen und auch wenn da keine 20.000 waren, war das eine Explosion. Wo haben wir damals gespielt, als du angefangen hast? Als ich angefangen war Bundesliga, das war gegen HSV. Da wurde noch guter Fußball gespielt, ne? Da wird ja heute zum Teil noch gespielt. Ich behaupte, dass die Mannschaften von heute, die Kicker von heute, die Regionalligaspieler, damals locker in der Bundesliga hätten spielen können. Von der ganzen Athletik und vom Tempo her, das kannst du alles gar nicht vergleichen. Ja, da waren andere Sachen gefragt, aber ich glaube, mit dem Training von damals würde kaum ein Bundesliga-Fußballer heute spielen können. Mhm. Klar, mit dem Talent und dem heutigen Training entsprechend trainiert natürlich, aber wenn du das jetzt 1:1 übersetzen wolltest, also die Pässe, die früher Günter Netzer geschlagen hatte, für die er gefeiert wurde, die hat jetzt bei uns auch einen Stefano Meyer oder einen Lovric geschlagen. Mhm. Also das ist nichts Besonderes. Ja, der Fußball ist wieder Diagonalpass. Genau, der Fußball hat sich natürlich auch weiterentwickelt in den letzten Jahren, gar keine Frage. Aber ja, trotzdem Bundesliga-Verein, ne? Das heißt, Begeisterung war natürlich dann auch schon da. Wie ist es denn weitergegangen dann?
ging es denn los Richtung Dauerkarte? Wo hast du gestanden oder gesessen? Wie war dann so diese? Meistens auf der Stahlrohr und dann unterhalb der Stahlrohr. Ich bin ja auch immer mit ein paar Kumpels hochgegangen und da haben wir teilweise unseren Sport gemacht, uns im Fernsehen zu entdecken. Das war dann zu Zweitliga-Zeiten. Haben wir auch früher als Kinder gemacht. Das Tor gestellt. Guck mal, das sind wir, weil irgendwie Tor gefallen ist. Das ging dann auch so in die 80er rein, weil da ist dann Rudi Sandner beim UFC gespielt hat. Den fand ich total klasse. Da habe ich dann auch wieder als aktiver Fußballer angefangen, im Feld zu spielen. Soweit. Und dann habe ich immer versucht, wie Rudi Sandner zu spielen. Ist natürlich für so einen Schlags eher lächerlich, aber man hat es versucht. Also den Rudi Sandner fand ich großartig. Also links außen und ich habe ein Faible für so Spiele heute noch. Das war aber dann, da haben wir halt immer gezockt hinter einem Tor, weil das auch nicht immer so sicher war wie heutzutage, wie die Seitenwahl ausgeht und. Und dann sind wir notfalls auch rumgerannt, das ging ja alles noch. Ja. Dann scheiße, die Kicker spielen falsch rum, dann sind wir auf die andere Seite gewetzt, ja, und dann in der Halbzeit halt wieder rüber und so. Das ist etwas, was ich vermisse an dem neuen Stadion. Und das ging halt früher, das war irgendwie, waren das schönere Zeiten für Jungs gerade speziell. Ja, natürlich auch Möglichkeit zur Begegnung, ne? Mit verschiedenen Blöcken, das war natürlich was ganz Besonderes noch. Ja. Einfach, da hat man sich noch irgendwie vorm Spiel, nach dem Spiel im Stadion getroffen, während ja heute es ja leider eher so ist, Spiel vorbei, alle raus und ab in die Kneipe oder nach Hause. Ja. Genau. Also, das ist das was viel bemängeln. Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal hinaus? Richtig, wir sind in Offenbach, wir sind in den ungefähr 80er Jahren, Anfang der 80er. Wie war denn da so die Stimmung und wie hast du die Fanszene damals so erlebt? Hast du da direkten Kontakt gehabt? Hast du da gar nicht? Ich habe immer nur, ich habe ja bis ich den ersten Comic gemalt habe, habe ich vielleicht 20 Leute auf dem Biberberg gekannt. Das ist so. Ja, ja. Das ist so wie heute. Die 5000, die da sind, davon kennst du durch Facebook mittlerweile. Ja, da hast du das Gefühl, du kennst viel mehr Leute, ja, aber du kennst das Bild auf Facebook, ja. Dass du sie wirklich kennst, ist ja nicht der Fall. Genau. Aber man kennt sie halt vom Sehen, da kennst du halt viel mehr vom Sehen, ja. Aber trotzdem sage ich, laufen immer noch 3000 Menschen rum, wenn die mir im Supermarkt begegnen und sagen, sie gehen seit 40 auf die Kickers, würde ich sagen, was? Wir sind halt doch immer noch 5000, ja. Das ist schon eine Zahl, wo man auch mal untergehen kann, ja, was jetzt nicht negativ gemeint ist. Ja, klar. Aber du bist, also ich war völlig anonym, ich habe in Sachsenhausen gelebt, ich bin ja mit 30 erst nach Offenbach gezogen. Und dann bist du halt wirklich zum Spiel und dann bist du nach dem Spiel wieder zurück. Ja, auch so Fanclubs, das war eigentlich also nie so wirklich meine Sache. Ist es auch heute nicht. Also so, dass ich mich jetzt da anschließe und da organisieren müsste oder so, ich habe immer zugeguckt, dass ich irgendwo meinen Platz finde. Je nachdem, mal Kumpels mit, mal nicht mit. Und auswärts bin ich mal irgendwo mitgefahren, hatte ja kein Auto bis zum 19. Und da bin ich auch mit dem Klaus zum Beispiel, der hat mich immer mal auswärts dann mitgenommen. Der hatte natürlich 2 Jahre früher ein Auto und da hat man mal eine schöne Fahrt nach Mannheim, noch in das alte Käfertalstadion da, kurz auf den Freistoß verwandelt, das weiß ich noch. Kassel beim 0-0 waren wir mal und noch ein paar andere. Also das hier und da hat er mich mitgenommen. Hat er gesagt, komm, fahr Samstag hin, kommst du mit? Ja, komm mit. Wie war das eigentlich damals? Also ich meine, wie gesagt, wir sind immer noch Anfang der 80er. Ja. Du bist auswärts gefahren. Man hört ja immer so die Geschichten von früher. Ja, also ab und an. Man hört ja immer so die Geschichten von früher. Ne? Also dieses, meine Oma hat immer gesagt, um Gottes Willen, was willst du denn da im Stadion? Da sind ja nur die Hooligans unterwegs. Dann hat man ja auch, ich sag mal, bis Anfang der 2000er war es ja auch schon so ein bisschen verpönt, Fußballfan zu sein. Es gab ja auch von Offenbach irgendwann diesen berühmt-berüchtigten Ruf. Ne? Also da musst du aufpassen, wenn du hinfährst. Wie war so dieses Erlebnis damals, wenn man zum Fußball gefahren ist? Also ich persönlich musste jetzt nicht aufpassen. Ich hätte jetzt als Gästefan hätte ich mal mir dreimal überlegt, ob ich jetzt irgendwen beleidige oder anfange zu überfallen oder körperlich angehe, weil das kann in Offenbach schon mal schief gehen. Auch wenn sie auswärts gefahren sind, na klar. Wir hatten immer unsere Jungs dabei und also ich persönlich habe irgendwo abseits gestanden und hatte ein subjektives Gefühl der Sicherheit. Das ist einfach, weil ich wusste ja natürlich im Umkehrschluss auch, ich bin jetzt auch nicht der sich auf dem Acker trifft, ja. Und das ist einfach nicht mal naturell. Ja, aber ich wusste immer, es ist gut, dass die Jungs da sind. Das ist gut, dass die da sind, weil die anderen Vereine haben ja auch solche Jungs. Und die überlegen sich halt wirklich dreimal, ob sie jetzt sich mit Offenbach anlegen oder nicht. Und das ist, ich will da jetzt auch nicht schönreden oder irgendwas, aber es ist nun mal ein Fakt, ja. Es ist nun mal ein Fakt, dass Fußballfans nicht immer nur Bier trinken und sich nicht immer nur in den Armen liegen. Und ohne das irgendwie werten zu wollen, aber ich habe mich sicher gefühlt. Und ich habe mich am Biberberg nie unsicher gefühlt. Also von daher. Auch nicht 99? Nee, 99, das ist für mich nach wie vor komplett Versagen der Polizei gewesen. Das ist in diesem Jahr, in dieser Saison, habe ich fast nur in Block 1 gestanden. Und dieses eine einzige Spiel, habe ich mit meiner damaligen Frau, haben wir gesagt, nee, da sind wir zu dicht an den Gästefans. Wir gehen auf die Orion. Dann haben wir auf der Orion gesessen und hat man natürlich einen wunderbaren Blick auf alles gehabt.
Und da ist eine Rakete, so eine Leuchtrakete, ist genau Block 1 reingeflogen, wo wir normalerweise in der Höhe gestanden haben. Da habe ich gesagt, gute Idee, dass wir gemacht haben. Und ich behaupte nach wie vor, hätte die Polizei damals 5, 6, 7 Beamte oben auf die marode Stahlrohr, ja, die mit den Holzplanken draufgestellt, wäre nie irgendeiner auf die Idee gekommen, da hochzuklettern, wäre nie einer auf die Idee gekommen, da oben irgendwelche Holzplanken rauszureißen, wäre nie irgendeiner von denen auf die Idee gekommen, die in die Senfkurve reinzuschmeißen, auf Kinder, auf Frauen, auf normale Fans. Und dann wäre das nie in dieser Form eskaliert, bin ich nach wie vor absolut sicher. Es ist nicht passiert, das ist so diese, weiß ich nicht, was sie da für eine Deeskalationsschiene fahren. Also ich habe auch als andere Geschichten erlebt, ja, wo es dann hieß, die Offenbarer kommen und dann gib ihnen. Das ist für mich ein Planungsversagen, sorry. Du musst nur die Stahlrohr zustellen, 3, 4 Robocops draufgestellt, wäre Ruhe, geht keiner hoch. Der Erste, der es versucht, dupp, bleibst du unten? Gut, alles gut. Da passiert das nicht, da stehen sie unten auf den Sandstufen, sind drin, hüpfen ein bisschen auf und ab, schreien ein bisschen, danach müssen sie wieder gehen. Es hat angefangen zu eskalieren, als sie da hochgeklettert sind und haben die Planken rausgerissen und haben sie rübergeschmissen. Ja. Und lustigerweise, da habe ich noch beim Kern gestanden mit ein paar Leuten. Und das haben wir so wie so eine Folklore da empfunden. Wir standen beim Kern, haben Bier getrunken, fanden das alles sehr gechillt. Und dann haben wir ab und zu gesehen, wie Leute hochgerannt kamen, die vom Wasserwerfer wohl hochgescheucht wurden. Und dann sind die wieder die Biberer runtergelaufen. Dann kamen sie wieder hoch, weil sie wieder mit Wasserwerfer hochgescheucht wurden. Und was dann da unten alles passiert ist, das habe ich im Fernsehen gesehen. Ich habe da im Biber gewohnt damals und dann sind wir beim Kern, haben wir ein paar Bier noch geschrubbt und dann sind wir nach Hause gegangen. Naja. Ja, der Rest war Fernsehen. Gut, aber es hieß ja auch, dass ja nicht die Offenbacher und die Mannheimer gegeneinander da waren, sondern ganz Deutschland. Ganz Deutschland. Ja, aber auch ganz Deutschland steht unten auf den Stufen und geht nicht auf die Stahlrohr, wenn ja, da ja, 5, 6 Beamte stehen. Sorry, also wenn ich heute sehe, was da teilweise aufgefahren wird und was da veranstaltet wird und dann 100, was in Magdeburg irgendwelche Fans-Ordner sind und weiß der Teufel was. Ja, ja, stimmt. Und da war gar nichts, verstehst du? Da war gar, da hat nicht mal ein Wachtmeister gestanden, gar nichts war da. Und das, sorry, es war bekannt, dass diese Tribüne nicht nagelneu ist und das hätte man wissen können. Ja. Gut, aber das Sicherheitsgefühl war da. Du bist immer wieder zum Kickers gefahren, um wieder zurück zum Thema zu kommen. Ja, klar. So, und jetzt bist du irgendwann dann näher zum Verein gerückt. Das heißt, heute kennt man dich ja zum Beispiel durch deine Comics. Ja, das ist Zufall. Wie ist denn dein erster Comic zum UFC gekommen? Das ist das ist ja auch sehr nett. Also ich habe eben schon immer Comics gemacht. Sag mal, ich habe eine sehr große Affinität zu Comics schon als kleines Kind. Ich habe wirklich, bevor ich in die Schule kam, konnte ich lesen und schreiben durch Comics, weil ich wissen wollte, was in diesen Sprechblasen drin steht. Und dann hat mir mein mittelgroßer Bruder, das mit seiner Hilfe habe ich das dann irgendwann gekonnt. Cool. Das Zeichnerei liegt mir halt im Blut. Mein Vater war Kunstmaler, Pressezeichner. Das ist ein Talent, was ich halt habe. Das habe ich halt autodidaktisch weiterentwickelt über die Jahre. Und in der Schule war es so, da hatte ich einen Kunstleistungskurs vorm Abitur und dann mussten wir praktisch und theoretischen Teil machen. Da habe ich gesagt, okay, für mein Thema ist Comics, habe ich halt einen theoretischen Teil und was mache ich praktisch? Und da sagt meine Kunstlehrerin, zeichne einen Comic. Ja, okay, worüber zeichne ich einen Comic? Superman gibt es schon, sagt sie, über die Schule. Sag ich, das ist eine Idee. Und dann habe ich angefangen, die Lehrer halt, dann habe ich einen Comic gezeichnet über die Lehrer. Habe quasi die Lehrer, meinen damaligen Können, in Anführungsstrichen, gezeichnet und persifliert. Ja, also ihre Macken, ihre Eigenarten. Das war eine Bombe damals in der Schule, das musste ich echt kopieren. Also zu den Gründerjahren der Kopierer habe ich nur im Copyshop gestanden, dieses Ding kopiert, weil das jeder haben wollte. Da haben mich nach 30 Jahren auch Leute angesprochen. Ich habe den Comic immer noch, ich habe ihn immer noch. Sag ich, geil, schön. Das ist sehr cool. Prima. Und da habe ich über die Schule, dann war ich bei der Post, habe ich Comics gemalt, über die Post irgendwann mal, so einfach als Hobby. Als ich bei der Bundeswehr war, habe ich über die Bundeswehr Comics gemalt. Und da hat damals meine damalige Frau gesagt, mach doch mal über die Kickers einen Comic. Ich sag, ich kann nicht über die Kickers Comics machen, also ich kann mich nicht über die Kickers lustig machen. Das ist ja, irgendwo ist es ja so, persiflieren ist ja, wenn du es böse meinst, ist es ja lustig machen. Und wenn du es gut meinst, ja, dann ist es ja etwas ironisch lieb gemeint hervorheben. Aber die Grenze ist halt sehr, sagt dann einer, was macht denn der sich über die Kickers lustig? Ja, ja, klar. Ich weiß, dass es Leute gibt, die waren stinksauer, weil ich irgendwas über den Olli Roth gemacht habe, mit dieser Gehhilfe, die er da hatte. Wie kann der so einen Comic über den Olli Roth machen, Held? Die haben gar nicht so weit gelesen, dass ich gesagt habe, dass Oliver Roth als 72er für die Kickers mit dieser Gehhilfe in der Bundesliga spielt. Ja, ja. Da steht so, dass ich habe ihn ja noch höher gehoben, als er tatsächlich war, aber vordergründig, oh, die roten Gehhilfe geht gar nicht. Und ja, deshalb war ich da unsicher. Dann hat
gab es aber damals die Pauli-Comics von St. Pauli. Mhm. Das hat auch ein Fan gezeichnet. Ich habe nichts verstanden von dem, was da drin war. Ich hatte mir mal eins gekauft, weil das auch nur so Faninterner waren. Mhm. Aber ich fand es irgendwie geil. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, dann versuche ich das mal. So für ein paar Kumpels. Ja. Habe den ersten Comic gezeichnet, habe ihn fotokopiert. Mhm. Und dann habe ich den in Anführungsstrichen Fehler gemacht. Da hat damals die Heike Heser, das war damals die Freundin vom Thomas Steigerwald, Waldi, der auch im Fanshop mal geschafft hat oder noch schafft, weiß ich gar nicht. Die hat beim Bund Deutscher Radfahrer gearbeitet, wo ich die Post hinbringe. Und da bin ich dann irgendwann da so vor Weihnachten hin und knall ihr so eine Fotokopie hin. Und sage, hier, da, also so einen kopierten Comic. Mhm. Komm am nächsten Tag rein, sag, ich brauche noch 10 Stück. Komm nächsten Tag rein, ich brauche noch 20. Da hat die das Ding rumgehen lassen. Und der Waldi war natürlich der Fanclub, bei Fanclub Comeback war er da. Also der war komplett drin in der Fanszene. Ja. Also das ist so ähnlich wie der Streu. Der Streu hat auch gegenüber von denen gewohnt. Mhm. Und dann habe ich nur noch kopiert. Wenn ich dann irgendwann einen zweiten gemacht habe, haben sie gesagt, gut, da hat dann der Seppel Weilbecher die gedruckt, da habe ich mir das Kopieren gespart. Der hatte ja eine Druckerei und dann haben wir das darüber gemacht. Aber okay. So, das war eigentlich nur so ein Weihnachtsgag, sondern einfach nur ein Gag, dass ich das mache. Dann habe ich das 10-mal kopiert für Kumpels, die ich halt so kannte. Aber ein war davon die Heike. Mhm. Und die hat das dann losgebrochen. Über den Waldi oder wie auch immer. Also ja. Das sind ja die Kontakte, die habe ich überhaupt nicht. Mhm. Oder hatte sie nicht. Und so ist das losgebrochen. So ist das entstanden und dann ist das, hat sich das verselbstständigt. Wann war das? 99, Weihnachten 99 war der erste. Mhm. Und dann war das so quasi alle halb Jahr. Mhm. So, und dann kam dort mit Ideen, dann kam der Onkel Heinz vom Strandbus damals, der Heinz Fröhlich. Und die hatten also generell die Traktorenfront da wurde ich ja zwangseingemeindet in den Fanclub damals. Mhm. Ich sagte, die erste Jagd, zieh die an, ist jetzt so. Das waren noch 6 oder 7 Leute, das war schon eine große Ehre. Und da haben wir auf dem Strandbus gesessen und haben dann da Waldowert, was könnte man noch machen und da noch was und hier, der hat die Geschichte erzählt, der die Geschichte, kann man gar nicht alles selber erleben. Die Geschichte mit dem Streu auf dem Klo in Nürnberg, Volker, ich brauche, der hat ja kein Klopapier gehabt. Mhm. Ich brauche Papier. Der Volker versteht, ein Papier, er will noch ein Papier. Und das war das alles da irgendwie erzählt bekommen, gemerkt, aufgeschrieben, gezeichnet. Ja, und ging das da weiter, bis hin zur Comicwand. Ja, der Heinz Fröhlich kam irgendwann und sagt, Lutz, komm mal her, ich zeig dir mal was. Und dann sind wir durchs Stadion, das war so eine, diese Dreckecke da an der Orion. Um die Ecke da standen die Mülleimer und ich glaube, da gab es noch nicht mal einen Container damals. Das sah wirklich fürchterlich aus. Mhm. Nur riesiges Eintracht, Graffiti war da, irgendwas, scheiß OFC, SGE stand da oben, das verrostete Schild. Da denkst du, was hältst du davon, wenn wir das hier mal ein bisschen schöner machen? Mhm. Traust du dir das zu? Sag ich, was traue ich mir zu? Ah ja, die Wand zu bemalen. Das ist eins, habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, ob ich das kann. Aber ich werde es bald wissen. Wir versuchen es. Und dann haben wir angefangen. Der Heinz ist halt los, waren ja kurze Wege. Das Stadion hat ja quasi im OFC gehört. Mhm. Und ja, kostet es im OFC was? Nö, dann macht. Ja, das ist die Standardfrage bei uns. War so. Und dann haben wir halt losgelegt. Ja. Da haben wir das Ding gestrichen und dann war ja auch nicht wie heute, dass du sagst, Facebook, ich gehe mal meine Facebook-Freunde durch, wer sieht denn gut aus, ja, wen male ich denn leicht, sondern da musstest du gucken, wer muss da unbedingt drauf. Ich hatte ja so gut wie keine Ahnung davon. Ja. Dann haben die mit der Fotos, also da ist, und ich habe gesagt, ich wollte einen Querschnitt haben. Mhm. Ich wollte von ganz kleinen Kindern das bis tatsächlich Toten ja drauf. Also da ist der Django Mann mit drauf gewesen, der war bei, als ich Fußball gespielt habe bei Germania Frankfurt, war das mal mein Trainer. Mhm. Ja, und hat bei den Kickers ja auch mal gespielt. Und sein Vater war ja auch, der Friedelmann war ja auch ein Kickersmann früher. Mhm. Also der hatte aber dann damals nicht gelebt, aber ich habe gesagt, mal ich da drauf. Mhm. Und mittendrin halt Waldemar. Und so sind die, so ist das entstanden damals. Ich wollte alle, hast du ja gesagt mal, die alle Fanclub, Schals, also alles, was ich kriegen konnte, habe ich draufgeschrieben, einfach um dieses. Das ist Kickers Offenbach, sonst nichts, da stand ja auch drüber. Mm. Halt die Fans repräsentativ, klar fehlen da viele, 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 aber klar. Ist normal. Also 5.000 kriege ich nicht drauf. Mm. Und ja, so war das. War eigentlich die Idee vom Onkel Heinz. Und heute ist es Kult. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, sowas gibt es nicht mehr auf der Welt irgendwie. Vielleicht als Graffiti, oder so wie jetzt oben die Waldemar, das ist ja Graffiti-Kunst. Ja. Das ist ja von der Geschwindigkeit her, ist das ja eine ganz andere Technik. Klar. Ja.
ist großartig, ja, aber geht natürlich deutlich schneller, als wenn du da mit so einem Pinsel stehst und bist da am Rummalen. Wie lange hast du dran gesessen? Alles, so? Ja, wir waren ja super schlau. Der Heinz hat ja so Ideen nicht im Februar, und sagt, komm, wir bereiten vor und fangen dann im März oder April an. Nee, der hat ja so eine Idee im September. Ja, der sagt, komm, es kommt, und es war auch noch ein scheiß kalter Winter. Ja. Mein damaliger Vermieter hat mir Gasöfchen geliehen, so Wände haben wir damals mit Gasöfchen. Der Pinsel ist fast an der Wand festgefroren. Das war, also du konntest nicht jeden Tag wirklich lange und gut arbeiten. Wurde ja auch dunkel und so, sehr früh, und ich arbeite ja auch. Also ja. Damals nicht so lange wie heute, aber die gleiche Job, nur der war in der Arbeitszeit kürzer. Also als Briefträger hast du früher weniger gearbeitet als heute. Ja. Ist heute Stress. Mhm. Und wurde das irgendwie gerettet? Mit dem Abriss des Stadions? Nö. Haben sie nicht. Ja, die haben nur dieses Foto halt da gemacht, ja, was in der Waldemar hängt. Ja. Aber nö, das, was ich gehört habe, ist da einfach die Abrissbirne rein. Und dann haben sie ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, später, hat mal einer bei mir angerufen von dieser Gesellschaft. Ja, sie hätten da noch Mauerteile liegen, ob man da noch was machen könnte. Und dann haben die da im Matsch gelegen halb. Und da war dann, glaube ich, Thorsten Mehlis, der war noch halbwegs zu erkennen. Der war damals Fanbeauftragter. Hm. Und da habe ich gesagt, Leute, also... Wenn ihr Interesse habt, hättet ihr irgendwie den Waldemar ausschneiden können. Ja, in der Mitte, und hätten wir den Waldemar irgendwo hingestellt. Ja, aber das reingedonnert, und dann war es nicht mal die Oma oder die Streu oder sowas, wo man sagen kann, ja, den kann man noch retten. Mhm. Nee, da war nichts mehr. Das ist schade. Ja. Aber immerhin, es hängt ja immer noch unter unserer wunderbaren, genau, Waldemar-Klein-Tribüne. Ja. Das heißt, heute auch, wenn Leute vorbeikommen und vielleicht diesen Podcast gehört haben, wissen die ganz genau, zwischen Block 1 und Block 2 findet man den Banner über... Den Container? Der Fan-Container ist das vom Fan-Projekt, genau, glaube ich, ja. Ja. Richtig. Ja. Also einigermaßen gerettet immerhin. Ja. Zumindest, ja, so wie es aussieht. Es gibt ja Fotos davon. Genau, ja, super. Und die Comics sind ja immer berühmter geworden. Naja. Ja, würde ich doch sagen, oder? Ich meine, wenn Lutz Kammermeier in Offenbach fällt, hört man eigentlich zwei Dinge. Einmal natürlich das Thema Comics und einmal das Thema Fanradio. Ja, das stimmt. So, und wie kam das denn eigentlich? Was, Fanradio? Ja. Da müsstest du eigentlich den Lars ja fragen, weil der kam irgendwann damals, wann war das, 2006 rum, 5, 6 rum war das, und kam der auf mich zu und hat gefragt, ob ich da Interesse dran hätte. Mhm. Also ich habe nie irgendetwas gemacht. Ich hatte in mündlich in der Schule zwischen 5 und geh bitte gleich wieder. Mhm. Also gab jetzt eigentlich gar keinen Grund, warum ich irgendwie besonders prädestiniert wäre, ein Fanradio zu machen. Mhm. Du zeichnest etwas, ist was komplett anderes, als irgendwas zu erzählen. Ja, klar. Und aber er hat mich gefragt. Er sagte, hier, du traust dir das zu, ich habe das und das vor. Und da haben wir da und da ein Treffen. Und da war irgendwie ein Treffen im Rottgau. Da war auch Volker Gold, wenn ich mich erinnern, war da. Und boah, ich weiß gar nicht, waren ein paar Leute da. Mhm. Und man möge es mir verzeihen, dass ich das nicht mehr alles genau weiß. Und da wurde halt besprochen über das Wie, Warum, Weshalb, was es werden soll und in welcher Form. Und das wurde alles besprochen und dann so genagelt, wie es dann am Ende war. Mhm. Und ich habe halt gesagt, gut, ich muss arbeiten. Also irgendwelche Reisen nach Rostock, das kannst du vergessen, ja? Ja. Von der Arbeit. Das ist ja, das ist, wenn du als Briefträger samstags arbeitest, und das mache ich jetzt seit 30 Jahren, dann kannst du nicht immer überall sein. Und das ist schon teilweise mit Stress verbunden, war auch über die Jahre. Also für mich war der Abstieg in die Regionalliga so gesehen gar nicht so schlecht, kürzere Wege und manchmal Freitagsspiele, wo man kurz hinfahren konnte, aber war trotzdem Stress. Ja, aber so fing das an. Da habe ich gesagt, gut, Heimspiele kann ich machen. Mhm. Dann haben wir uns da auf die Bierbank gesetzt und haben einfach mal angefangen. Dann habe ich mir das mal angehört und habe gesagt, naja, okay. Ging das damals schon übers Internet? Ja, das wurde als Podcast, auch als Podcast irgendwie eingestellt, sodass du es nachhören konntest. Mhm. Ja? Und das habe ich dann mal gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, das ist so. Ja, die Kickers spielen dann. Und dann für die Linke gesagt. Aber dafür das erste Mal, okay. Mhm. Deshalb habt bitte alle Nachsicht mit irgendwelchen Menschen, die in der Zukunft an diesem Fanradio-Mikrofon sitzen, die das nie gemacht haben, die vorher Metzger waren oder Straßenbauer oder Gehirnchirurgen. Habt Nachsicht mit ihnen. Mhm. Das ist nicht einfach. Ihr sitzt da und ihr müsst irgendetwas erzählen, was ihr da seht. Mhm. Und ihr seid alles Fans, die da sitzen. Mhm. Und ein Fan erzählt normalerweise nicht, was er sieht. Also du musst da eine ganz komische Sache machen. Und das ist nicht so einfach. Da muss man sich reinarbeiten und also habt da Nachsicht, wenn da mal irgendeiner eurer Meinung nach irgendwas erzählt, was vielleicht nicht so gut ist. Mhm. Ich bin für jeden dankbar, der da sitzt. Das ist interessant. Ich habe das mal nachgemacht. Ich habe... mich noch erinnern, das war das Spiel in Saarbrücken 1-1. Hm? Steven von der Burg. Hm? Dieses Ding sollte reingehen und wollte nicht. Und am Ende war er doch irgendwie drin. Ich bin am nächsten Tag mit ein paar Fans auch aus Offenbach nach Polen geflogen zum Auswärtsspiel. Und ich habe mir das irgendwie nochmal angehört. Ich war natürlich vor Ort. Und alle haben gesagt, boah, das war eine Fanradio-Folge, das musst du ja nochmal reinziehen.
Und das habe ich mir angehört. Und ich habe versucht, das nachzumachen. Einfach nur zu gucken, kriege ich das überhaupt genauso hin? Ja. Also dieses Kommentieren. Und alle haben mich komplett ausgelacht. So, Alter, was ist denn mit dem? Weil ich gemerkt habe, ja, ich habe Kopfhörer an. Um mich herum sitzen super viele Leute. Und ich fange hier an rumzustrahlen. Doch! Und keine Ahnung, was ist so dieses Jahr mitten am Flughafen. Ja. Das war, ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, das, was die machen, ist große Kunst, weil ich kriege das nicht hin. Also wenn ich ein Stückchen Fußball sehe, das irgendwie zu kommentieren, das, ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Oder wie weiterhin heute der Kollege Kissner das macht, also natürlich dann Nachfolger der Kasper. Das ist ganz großes Kino. Stimme ich dir zu. Das hat viel mit Routine zu tun. Deshalb habt auch Nachsicht mit dem Kasper. Ja. Der Mann ist sehr jung. Mhm. Das heißt, der weiß nicht, wie Erwin Kostede gespielt hat. Klar. So wenig wie ich weiß, wie Hermann Huber gespielt hat. Ja. Ja, oder Freddy Schulteis. Und diese Routine kommt mit der Zeit. Da kommen die Erfahrungen, da kommen die Erlebnisse, dann wiederholen sich Dinge, dann sagst du, aha, okay, der hat den Bogen gelaufen, den läuft er jetzt wieder. Und dann kann man das viel einfacher, viel besser machen. Und dann kriegst du auch mit, wann werde ich laut, wann werde ich leise, wann sage ich, Leute, werdet wach, ja, wir kommen in den Strafraumnähe. Das muss man alles mit der Zeit sich erarbeiten, lernen, also bitte Geduld haben. Man hat ja auch gemerkt, ganz schnell, deine Stimme war immer sehr schnell weg. Die war schnell weg, ja. Wenn wir nach 10 Minuten 3-0 geführt haben, da war es Feierabend. Da konnte ich dann nur noch röcheln. 4-0. Ja, ich erinnere mich. Also ich kann mich dann die ganzen Momente erinnern, wo dann Lars irgendwie übernehmen musste, weil du einfach gar nicht mehr konntest. Ich glaube, ein besonderes Spiel auch gar nicht so lange her gegen Mannheim, wo der Schiri einfach nicht abpfeifen wollte. Genau. Vielleicht erinnerst du dich. Ja, ja, genau. Das mit der Uhr, das war 5-6 Minuten drüber und ich habe gedacht, Longer, irgendwas ist gut. Wir führen 1-0 und lass uns doch bitte einmal gegen Mannheim gewinnen. Und der das Spielen. Ja, aber da war ich dann, da bist du, du bist zwar der Moderator des Spiels, also der Reporter, aber du bist ja trotzdem Fan. Also ich bin ja auch ein Fan. Also ich lebe das ja auch emotional mit. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwie was fake oder so, ja, und so, sondern ich will ja wirklich, dass der abpfeift, dass der jetzt halt diese verdammte Pfeife in den Mund nimmt und abpfeift, weil ich dieses Scheißspiel gewinnen will. Ja, und dann bist du aber irgendwann durch. Also das ist. Aber genau deswegen war der so beliebt. Das also, kann sein, ja. Also diese Konstellation, Lutz und Lars. Die war perfekt, würde ich sagen. Nicht nur in Offenbach. Da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Ehrlich? Ja. Ich war nämlich mal auswärts mit der deutschen Nationalmannschaft und mit ein paar sehr netten Menschen aus Lübeck und Rostock. Und die wussten gar nicht, dass ich Offenbach-Fan bin. Und da haben wir uns so über das Thema Fanradio unterhalten, neue Medien und so weiter. Und dann sagte der dann so, ja, es gibt eigentlich so zwei Fanradios in Deutschland, die das Ding leben und eigentlich so Vorreiter sind und völlig eskalieren und einfach auch, ja, man musste einfach zuhören, obwohl man nicht Fan des Vereins ist. Das ist zum einen Norbert Dickel bei Borussia Dortmund. Gut, das ist vielleicht ein bisschen professioneller als aufgestellt ist bei uns. Und zum anderen das UFC-Fanradio. Siehst du? Das haben die damals gesagt. Also international, sag ich jetzt einfach mal, im Osten der Republik, beziehungsweise Lübeck natürlich nicht so ganz, war das Thema. Also ohne, dass ich Offenbach irgendwie erwähnt habe. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf man, oder vor allem du und natürlich auch Lars, sehr, sehr stolz sein können. Denke, sind wir auch, ja klar. Das ist ein Stück Offenbacher Geschichte. Also was ich immer geil fand, ist, als das noch Radio war, also kein mit Bild, aber da war irgendein da ein Pokalspiel gehabt mit gegen Wien Wiesbaden, glaube ich, war das. Und da war der Lars nicht da oder irgendwas, er konnte nicht. Und da habe ich das ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich das moderiert habe. Es war ein Elfmeterschießen. Auf jeden Fall habe ich das Elfmeterschießen auch komplett durchmoderiert, weil der andere musste, Jochen Richter war das, glaube ich. Jochen Richter, glaube, der war das. Bin aber nicht sicher, will jetzt nicht falsch sagen. Der musste irgendwie aufs Klo oder so. Und dann fing das Elfmeterschießen an. Und dann habe ich das halt auch noch durchmoderiert und dann kam beim nächsten Heimspiel, das waren so junge Kerlchen, die waren vielleicht 15 bis 20, irgendwas um den Dreh herum, ging an mir vorbei und sagten, ey, geile Reportage beim letzten Mal, richtig geil, richtig geil. Und das freut mich wahnsinnig, also das hat mich gefreut, also da muss ich sagen, ja, hast du nicht alles falsch gemacht und dann hat es zumindest zwei Leute erreicht und denen hat es irgendwie den Tag verschönt und dafür hat es sich gelohnt. Ja, zwei Leute wahnsinnig, es waren ja immer mehr. Ja klar, ich sage jetzt, die zwei haben ja, klar, das direkte halt Feedback gegeben. Das also man soll ja sagen, das ist ja, also man darf ja nicht sagen, dass ihr das nur für 20 gemacht habt, sondern es waren ja schon Zuschauer über, ich meine, die ganze Welt dazugehört. Ja, ja. kann man so sagen. Also ich kann mich, wie gesagt, erinnern, jedes Mal, wenn wir vom Spiel nach Hause gefahren sind, ich leider nicht am Berg sein konnte, also sprich von der Nationalmannschaft, wo ich immer unterwegs war, dann war das Pflicht, dass wir irgendwie YouTube angemacht haben. Und so gut es ging, halt die Live-Übertragung und dann auch mal in den Genuss gekommen ist, dieser Konstellation. Ja. Ja, das war... Es war halt Regionalliga, zum Glück für mich, war das tatsächlich so, dass sie den Spielplan nach meinem Arbeitsplan gemacht haben.
dass unglaublich viele Spiele ich sehen konnte. Da gab es schon eine Saison, da war ich glaube ich nur zwei oder dreimal nicht, konnte ich nicht dabei sein wegen der Arbeit. Aber es war halt auch trotz aller Freude auch viel Stress. Mhm. Also da waren nur mal als Beispiel so ein Spiel in Homburg, Freitagabend. Mhm. Klar schaffe ich jetzt, ist so, ich arbeite, komme so um 1-2 Uhr nach Hause und dann ja im Grunde umziehen, was essen, frisch machen, ganz kurz runterkommen von der Arbeit, weil die ist jetzt auch, ich sitze auch nicht nur rum auf der Arbeit, ja, es geht richtig in die Knochen. Mhm. Dann ab ins Auto, runter nach Homburg, freitags, was richtig geil ist, so um Mainz rum, ja, dann nach Homburg runtergebrettert, gehe dann da zum Spiel, dann sitze ich oben, dann machen wir unsere Reportage, dann sitzt vor uns noch so ein Pöbelrentner, ja, der dann auch meine Frau beleidigt und uns beleidigt, eigentlich permanent, ja, der ist ja auch in ganz Homburg bekannt, hat der Hesse, der Trainer von Homburg, ist, ja, den kennen wir, der beleidigt uns alle hier, das ist normal. Und dann verlieren wir das Spiel 1-0. Ein haushoch überlegenes Spiel verlieren wir 1-0, ja, weil auch noch Kai Hesse einen Vierradfreistoß von der Linie köpft. Ja, und du wirst bald irre. Dann bist du fertig mit dem Spiel, dann mit Abbau zum Auto zurück nach Hause fahren, dann kommst du um 12, halb eins, kommst du wieder, bist total aufgedreht, du bist aufgepumpt von der Reportage und allem, versuchst ins Bett zu gehen, da schüttest du dir echt noch ein Bier rein, damit du ganz schnell müde wirst. Und dann klingelt um 4 der Wecker für die Samstagarbeit. Und dann musst du da wieder stehen. Und das war ja nicht nur einmal. Also das ist das wissen wahrscheinlich viele nicht. Auch wenn ich samstags da sitze, Radio gemacht habe, arbeite ich ja. Das heißt, durch die Arbeit rennen, wirklich rennen, los und dann hochgefahren und hingerannt und hingesetzt. Ja. Die Vorbereitung habe ich vorher gemacht, klar. Aber dann sitzt du da und wenn du Glück hast, hast du noch eine halbe Stunde. Und dann geht's los. Aber das ist es ja, man sieht ja immer nicht so, was da wirklich im Hintergrund passiert. Ne? Das ist ja auch so einer der Gründe gewesen, warum wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Ja. Weil Kickers lebt ja durch die Fans und dieses ganze Engagement. Und das, was ankommt, ist ja eine tolle Sendung. Aber was das im Hintergrund bedeutet. Ja gut, also jetzt mal, da muss ich jetzt mal eine Lanze für den Lars brechen. Das ist die Vorbereitung, dass er hinkommt. Ja. Ja. Bei zu jedem Spiel, muss man dazu sagen. Zu jedem Spiel, zu jedem Scheißspiel. Shoppekick. Ja, zu jedem Shoppekick irgendwo geht er hin und dann, wenn da, was weiß ich, es sind auch nicht alle Spiele sexy, das heißt, da sind auch nicht bei jedem Spiel 10 Leute dabei, die da gerne mal dabei sein möchten, sondern manchmal ist er da mit 2, 3 Leuten und dann schleppt er seine Koffer hin, da muss er auch banken, der hat ja auch immer alles doppelt, dreifach, vierfach abgesichert, damit also die Welt untergehen kann und es wird trotzdem gesendet. Ja. Und dann wird die Sendung gemacht, dann wird der ganze Kram wieder eingerödelt ins Auto zurück, dann hat er ja das, irgendwann hat er angefangen im Auto schon, ja, dann hat jemand gefahren und dann hat er im Auto angefangen, wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, dieses Zeug zu schneiden, zu machen, zu rendern und was er da immer erzählt, ich weiß nicht, was das ist. Und so, dass er im Grunde ratzfatz, da ist er noch gar nicht in Offenbach, da hat er schon die Interview-Nachlese online. Ja, also wenn weitere, Freiburg zum Beispiel, so Spiele waren. Ja. Und dann kommt ja diese ganze Nachbereitung dann noch über die Nacht und sowas. Ja. Also der investiert da schon sehr, sehr viele Stunden. Also das ist nicht. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Ja, was ihr da überhaupt gemacht habt, das ist, ich meine, Fanradio ist eine Institution, jetzt gehört es ja dem Verein. Habe ich es richtig verstanden? So wie ich wahrscheinlich auch. Also ich habe nur das verstanden, was ich gehört habe und das ist jetzt wohl dem Verein angegliedert. Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, das ist ja auch was ganz Besonderes. Also Fans haben das gestartet und der Verein hat das jetzt übernommen. Das ist ja auch nicht so einfach mal so eben nebenbei passiert, sondern das ist ja was, was sich über Jahre entwickelt hat, wo der Verein auch richtig stolz drauf sein kann, was jetzt ein Teil dessen ist. Könnte. So. Könnte schon sein. Genau. Ich auch. Ja. Und jetzt ist das Allertraurigste überhaupt, man hört dich leider nicht mehr mit Lars zusammen am Fernradio. Ja doch, das, du kannst ja die alten Sendungen anhören. Okay, dann fangen wir doch damit an. Was ist denn diese, wenn jetzt, ich bin jetzt ein junger Fan, 18 Jahre alt, was sind denn so die 2, 3 Highlight-Spiele aus dem Fanradio? Ich meine, Highlight aus dem Fanradio, wow. Hast du da vielleicht welche? Ja, klar. Also da gibt's mit Sicherheit, ist ein scheiß Ergebnis für uns gewesen, aber in Magdeburg, ja, gut. Den Hass zu spüren. Du sitzt auf dieser Pressetribüne oben eingeengt, alles um dich rum nur Hass. Diesen Lärm, den diese Zuschauer gemacht haben, ja, das sind wie Schläge in die Magengrube gewesen. Ja, so bumm, bumm, immer dieses Fußballclub Magdeburg. Riecht bumm, bumm, bumm. Ja. Und du hast von jedem Hass gespürt. Ja. Du stehst da, hast dein Fanradio-Shirt an und das ist das Einzige, was dich überleben lässt, weil sie denken, okay, die lassen wir vielleicht leben. Wer ist ein anderes Shirt, ist er weg. Und das war ein scheiß Ergebnis. Klar, wir sind nicht aufgestiegen, alles wie ein Abstieg ist das so gefühlt. Aber dieses Erlebnis in Magdeburg, das war schon außergewöhnlich. Was ich aber auch außergewöhnlich finde, ist 10. Tor von Capo in Neckar-Elz. Ist jetzt nicht so spektakulär wie Magdeburg, aber Capo macht sein 10. Tor, gewinnt die Wette
Kannst du ganz kurz was zur Wette sagen? Was war das für eine Wette? Es war die 10-Tore-Wette, wo irgendein Fan hat ihm nicht zugetraut, dass er 10 Tore schießt, obwohl er die Saison vorher schon, und nach seinen eigenen Worten, gruseligen Saison, hat er schon 6 Tore geschossen. Ja. Dann habe ich gedacht, den macht der Kapo mit links. Ja, also was machst du denn so eine Wette? Also so viel kann man gar nicht trinken. Ja. Und das ging dann darum, wenn er die schafft, lässt er sich irgendwie Kapo aufs Bein tätowieren oder irgend sowas. Gab es das Tattoo? Nee, soweit ich weiß nicht. So, an diesen Fan, der diese Wette gemacht hat, sollte diese Wette noch irgendwo eingelöst werden, der OFC-Podcast zahlt. Gerne auch live übertragen ins YouTube oder sonstiges. Einfach mal melden. Denn Wettschulden sind Ehrenschulden. Normalerweise ja. Also ich will jetzt nicht, aber ich glaube, das wäre irgendwie, also das einzige Wade mit einem Kapo drauf habe ich gezeichnet nach diesem Tor. Da habe ich nämlich so eine nackte Wade mit diesem, als wenn ein Tattoo drauf wäre. Ja, und das war das Spiel, wo Steven von der Burg in der 90. das 3-2 macht. Das war diese Rico-Saison, also wo wir alles gewonnen haben und da ist dann jeder Schuss war drin und das, da haben wir oben auf so einem abenteuerlichen Stand gesessen, ja, der Kameramann oben auf dem Dach hat, das dürfte kein TÜV-Beauftragter sehen und mit Polizei, alle waren sie in diesem kleinen Kabuff drin, ja, wir mussten so oben rausgucken, dann hämmert er das Ding rein und da sind wir halt auch durchgerissen, so Durchdrehmomente, wo du wirklich kaputt gehst oder das 4-3 gegen Kaiserslautern. Wo wir da kurz vor Schluss noch 3-2 zurückliegen. Ging um nichts mehr, ja. Das war damals die Fabi-Becker-Zeit. Fabi Becker hat 3-3, glaube ich, gemacht und auch Steven von der Burgs 4-3. Das waren die da noch was reißen wollten, ja. Die da sich unheimlich eingesetzt haben. Das solche Spiele. Das war schon immer geil. Ja, wenn die Spieler getroffen haben, die sich auch am meisten mit dem Verein irgendwie identifiziert haben, war das ja irgendwie noch richtig mitgezogen, ne? Das ist so, ja. Das waren Jungs, das waren so, also ich sag die Regionalliga-Zeit, die letzten beiden Jahre, sage ich mal so, kann ich diskutieren, bis hin zu vergesse ich am besten. Aber oder letzten anderthalb, also das Corona-Halbjahr oder als Anschluss kam, das zählen wir jetzt mal nicht. Ja. Aber da habe ich nichts gespürt. Aber davor, die ganzen Jahre, ich habe das nie so gespürt, diese so eine emotionale Bindung zu Spielern. Ja? Die Drittligaspieler, das waren ja gut, da war der eine oder andere war ganz nett. Aber es waren Profis halt, ja. Profis halt, die halt den 7. Platz verwaltet haben, weil wenn wir aufsteigen, wer weiß, ob wir einen Vertrag kriegen. So habe ich mir das immer fürchterliche Spiele im Fanradio gehabt. Woche für, da gab es mal Wochen, da haben wir gegen jeden Ostclub zu Hause 1-0 verloren. Wo holt man da die Motivation hin? Ja, weil es ja weitergehen muss. Also das ist, wenn du auch selber gekickt hast und sowas, du hörst ja nicht auf Fußball zu spielen, nur weil du ein Spiel verloren hast. Als Fußballspieler ist sowas alles eine, aber wenn du halt wirklich als Fan dich so engagierst und da auch, ich sag mal, diese Emotionen rüberbringen musst. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass es ja oft dann auch Phasen gab, ich sag jetzt mal in den letzten Jahren ganz klar, dass so ein Punkt kam, wo man als Fan in Anführungszeichen resigniert hat so ein bisschen. Also im Sinne von, ich habe irgendwann gesagt, du, es gibt eh keinen, wir werden eh wieder Siebter, so wie jedes Jahr. Genau. So, und aber wenn man dann Fanradio, da darf man sich das ja nicht erlauben. Man muss ja immer mit Vollgas dabei sein, mit ganzem Herzen. Also mir wird das sehr schwer fallen. Also, Vollgas war ich dann, wenn Vollgas war. Also die Heimspiele da, das weiß ich, da habe ich das eine oder andere noch damals mit Oliver Romanov übertragen und da haben wir jetzt kein Hehl draus gemacht, dass das kein Sahnestück ist, was da gerade läuft. Und da muss man jetzt, also ich habe da nie irgendeine künstliche Emotion gehabt. Also ich habe das so gehabt, wie es war. War's gut. War's scheiße. Und die Motivation ist die wie von jedem. Jede Woche, wir gehen raus, weil das nächste Mal wird's besser. Das ist so. Also das, ich denke so. Also ich sage nicht, jetzt haben wir dreimal verloren, alles aus, Verein abmelden. Ich weiß, dass es das gibt. Ja. Dann das erste Spiel verloren. Die Rico-Saison, erstes Spiel in Pirmasens, 3-0 verloren. Oh. Vereinsabmeldung, das alles, die können alle nichts, die sind alle völlig unfähig. Die Diskussion am Zaun früher. Aber dieses Spiel, selbst dieses 3-0 in Pirmasens, bei brütender Hitze, das mussten wir nicht verlieren. Wir waren in diesem Spiel die bessere Mannschaft, wir haben die besseren Chancen und die machen aus 3 Standards 3 Tore. Ja, das ist klar, effektiv, wir waren doof, wir waren ungeschickt, aber wir waren nicht keine schlechtere Mannschaft. Ja. Aber ich muss auch sagen, psychologisch, wir sind damals nach Hause gefahren von dem Pirmasens-Spiel mit einem sehr guten Freund, der seit x Jahren irgendwie alles fährt, was es an Fußball gibt in Deutschland und international. Und der sagte, das ist für irgendwas gut, dieses 3-0. Und der behielt recht. Ich glaube, das war so dieses, wir sind in die Saison gestartet mit so einer breiten Brust und dachten, wir sind's. Und dann kriegst du erstmal 3-0 auf den Sack. Vom Aufsteiger, Halbprofis. Absolut. Ja. Und das war so dieses, okay Leute, der Name Kickers Offenbach und das, was wir hier meinen zu sein, bringt gar nichts, wenn man sich den Arsch aufreißen. Ich hab damals, weißt du, grob hin, also so sinngemäß in Facebook, ich poste ja mir die Ergebnisse und schreibe dann so 2-3 mehr oder weniger ernste Sätze drunter, sodass man weiß, worum es so grob ging bei dem Spiel. Da habe ich mir drunter geschrieben, ja, okay, das war wohl nichts. Und ich bin sicher, dass wir am Dienstag gegen Neckar Elz schon eine andere Mannschaft sehen. Und das hatte damals Kapo geliked.
Also Capo likte dieses Ding und der hat auch das 2-0 gegen der Gelsen gemacht. Mhm. War eine komplett andere Mannschaft. Und dann haben wir 30 Spiele nicht verloren. Also das ist, es ist tatsächlich so. Mhm. Weil, wenn wir da irgendein 0-0 geholt hätten, wer weiß, was passiert wäre. Mhm. Und so schön dann auf den Sack gekriegt. Klar, wurde nach der Vereinsabmeldung gerufen, aber wenn da die Verantwortlichen cool bleiben, kannst du schon mal 30 Spiele nicht verlieren. Gab es vorher nicht. Ich weiß nicht, ob es das jemals wieder gibt. Das war eine super Saison. Das kennen nur Bayern-Fans so gefühlt, glaube ich. Das stimmt. Ja. So, ein Blick auf die Uhr. Die erste Halbzeit ist hinter uns. Ehrlich? Der Schiedsrichter hat sogar schon ordentlich nachspielen lassen. Ach du Scheiße. So, in der zweiten Halbzeit sprechen wir dann so ein bisschen über die Kickers heute. Und vor allem, was alle brennend interessiert natürlich auch, warum hört man dich nicht mehr im Fanradio? Das werden wir gleich tun. Also, dann wünsche ich, oder sag erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Offcast.de findet ihr alle Informationen zu unserem Podcast. Ihr findet den Supporters Club, wo ich auch nochmal Danke sagen möchte an die vielen Supportanfragen. Es ist überwältigend gewesen, das gesamte Feedback. Ich sage oder verabschiede mich wie immer mit drei schönen Worten. Nur der UFC. Bis bald.